Learning by Doing. Electronic Arts präsentiert. Mirror's Edge. Finanzbezirk 13.58 Uhr. Ja, die Gründung ist total beeindruckend. Wenn du mit Philosophie und fertig bist, könntest du dich auf der Arbeit konzentrieren. Du lässt dich schon mal Überseite bereit. Du musst die Lieferung bringen. Sie erwarten dich beim Funkturm genau vor dir. Okay, Celeste, der wartet schon auf uns. Fuck. Muss ich da hoch? I don't know. Doch, sieht so aus. Wie hoch? Du nimmst dir hier alle Zeit der Welt und Celeste wird stinksauer. Sieht schon fast beim Funkturm im Gegensatz zu dir. Jetzt beeil dich und bringe den Koffer. Sie übernimmt deine Bremse. Ja gut, ich bin dran. Okay, hier haben wir den Koffer. Koffer sind in Lagerpunkten versteckt oder werden von Runnern weggeworfen. Eine Runner-Glyphe zeigt an, dass ein Lagerpunkt in der Nähe ist. Einer von 30 Stück. So, du musst immer versuchen, deinen Gegner zu entkommen. Weil wir ja ein Runner sind. Oh, hello! Oh shit! Fuck! Alter! Schieß doch nicht auf mich! Rechts, rechts, rechts! Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist mir ein bisschen zu neugierig. Faith ist unterwegs, halt dich bereit. Go, 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 go! Jump! Da! Rechts lang! Gegner, die du nicht umgehen kannst, werden durch die Runner Vision rot markiert. Bekämpfe sie oder renn an ihnen vorbei. Kopf voraus, du musst durch sie durch. Ist ja gut! Ist ja gut! Lass mich! Klar, ich kann Fate jetzt sehen. Go, 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 go! Hell ist das. Intensiv. Oh shit.
Wo lang? Du musst vor dem Dach runterfällen, egal wie, tu es einfach. Auf den Heli springen, was? Oh! What the fuck? Alter! Sollte ein entspannter Job werden, warum haben die geschossen? Was hast du angestellt? Shit! Noch mehr Leute. Keine Ahnung, was da los ist. Ich höre mich mal um. Komm zurück zur Basis, Faith. Boah. Intensiver Start. Officer Connors? Ich treffe mich mit Pope. Robert Pope. Ich nehme seine Aussage wegen des Einbruchs auf. Letzte Woche, 56 West Arlen Drive. Sagen Sie das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke. Connors, Ende. Hallo, Schwester. Bist du da, Kleine? Hi, Mark. Ich werde, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuch zu schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Möchte wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schaue später vorbei und schmeiß die Pizza nicht weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Reifer. Klar, verstehe. Bis dann, Merck. Schusswechsel. Wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arlen Drive. Seien Sie vorsichtig. Kate. Wo bist du, Kate? Wo bist du? Hey! Merck! Haust du ab? Kling dich ein und überwach mich. West Arlington. Hey, wann immer du mir erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst, sag Bescheid. Sie ist meine Schwester. Ah, okay. Ich versuche rauszufinden, was los ist. Kleinen Moment. Okay, sieht so aus, als würden wir jetzt unsere Schwester retten wollen. Oder müssen. Oh shit. Spannung, Hochspannung. Sag mir das doch vorher. Man hört meine Taste nicht die ganze Zeit, wenn man so viel hier mit der Leertaste. Du weißt, dass er als Bürgermeister kandidiert hat. Endlich jemand, der hier wirklich was verändern könnte. Herumhantieren muss. Alter, diese Sprünge würde ich niemals machen im echten Leben. RP&A. Nutze E mit Knöpfen, wie in diesem Aufzug zu interagieren. Du kannst mit verschiedenen Knöpfen und Hebeln interagieren. Okay, Lift fahren, das kann ich. Fast Secure Broadband. Wenn Sie am Wochenende einen Ausflug zum New Eden Einkaufszentrum, dann müssen Sie einfach beim Restaurant The Taste of New Eden Halt machen. Zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder für einen Snack zwischendurch. The Taste of New Eden, ein kleines bisschen vom Paradies. Kate, was machst du denn hier? Was ist das? Du? Nein! Erkennst du ihn nicht? Sollte ich? Das ist Robert. Robert Pope. Ein Freund von Dad. Shit. Der Pope?
Er hat mich angerufen. Wir hatten wenig Kontakt, seit ich bei den Cops bin. Bei ihm wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Dann hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam. Saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagebuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll. Ich kann nicht. Die Cops kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt. Ich versuch's, Kate. Wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, die spielen nicht sauber. Los, verzieh dich! Jetzt geh! Und Faith. Danke. Sicher doch, Schwesterherz. Sicher doch. Weißt du nicht mehr weiter und brauchst Hilfe, dann halte Alt links gedrückt und lasse dir die Richtung anzeigen. Shit! Raus aus dem Gebäude, Faith. Oh shit! Die meint's ja richtig ernst! Das Wort ihm rückt vor, Faith. Such einen Weg daraus. Holy shit! Die schießen hier aus klein! Den Lift kann ich nicht nehmen. Die Buchhaltung müsstest du rauskommen. No! Müsste ein Wallrun sein. Los, los, los! I don't know. Fuck. Wo lang? Shit, was? Bist du was? So. Und jetzt? Go, go, go! Da rein, schnell! Schießen hier rein, holy moly! Ich müsste mehr abrollen. Fucking hell! Zerstören hier das ganze Gebäude! Ich hab mich doch abgerollt, Junge! Ich bin dran! Das war schlecht. Oder unnötig. Fuck.
Fuck, Mann, ich bin gleich tot. So im, so im ganzen Zeug den Weg zu finden ist ein bisschen schwierig. Hoch, runter, hoch. Ich sag immer, ich hoch soll. Oh! Holy smokes! Alter! Ich drücke immer zu früh. Schnell in den Lift. Und weg hier! Schusswunde am Kopf. Wir halten Sie über weitere Entwicklungen in diesem Fall auf dem Laufenden. Da möchte sicherlich jemand unserer Schwester den Mord anhängen. Ich habe hier Streifenwagen auf dem Weg zu dir. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ernsthaft! Junge! Wieso gehe ich da raus? Muss doch nicht sein! Alter! Ja, ich bin hier schon dran! Atme gleichmäßig weiter und lauf weiter. Egal was hinter dir ist, lauf einfach weiter. Ich versuch's. Auf der Plaza müsste sein Ausgang auf die Bahnüberführung gehen. Der Weg kommt auf die andere Seite und holt's raus. War das schlau? Ich glaub schon. Centurion Plaza, okay. Kopf voraus, Kleine, und denk dran, eine nach dem anderen. Kann ich die Waffe nehmen? Ich kann nicht die Waffe nehmen, sondern... Fuh. Okay, da hoch. Lauf weiter bis zur Bahnüberführung, das ist der einzige Weg. Go, 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 go! Holy smokes! Oh, fuck! Das muss wehtun. Halbwegs. Ging mir schon mal besser. Geschlagen, Faith. Ich weiß immer noch nicht, warum die Kopf so schießwütig sind, aber ich bleib dran. Und mach dir keine Sorgen um deine Schwester. Wir regeln das. Hoffentlich.